Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Aktuell befinden wir uns ja noch auf Sepho und wir sollen uns zum Auge des Sturms begeben. Da mache ich mich mal hin. Huch, nicht runterrollen, lieber Kell. Ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Es muss einer der Sepho sein. Wir sind auf der richtigen Spur, was? Ich habe doch gerade Sturmtruppler gehört. Ein Eindringling, da oben! Okay, voll drauf! Das Verbündete am Tor. Bin nur noch ich übrig? Ja, ärgerlich, ne? Hat er schon Angst gekriegt, der Gute. Kriegen wir denn diesen Aufzug wieder ans Laufen, dass wir nachher wieder hier hochkommen? Oh, ist das ein neuer Gegner? Es scheint so. Ein Sturmtruppenkommandeur. Befehligter Sturmtruppler und ermöglicht den gebündelten und abgestimmten Beschuss von Zielen, mit Granaten bewaffnet. Dazu ist aber nicht gekommen. Sturmtruppenkommandeure führen ihre Bataillone im Namen des Galaktischen Imperiums in die Schlacht. Sie werden in zahllosen Systemen rekrutiert und darauf trainiert, die unterdrückende Macht der imperialen Kriegsmaschinerie zu unterstützen. Ihre strategische Ausbildung und ihre Fertigkeit mit verschiedenen Waffen ermöglichen ihnen die Koordination von Angriffen, die Befehligung von Gruppenmanövern und die Durchführung tödlicher Sturmangriffe. Abkürzung freigeschaltet. Ah, okay. Ich gucke nochmal. Genau, hier waren wir ja schon. Verfolge den Feind! Verfolg mich doch! Und dann geht er wieder spazieren. So viel zum Thema Verfolgen, okay. Das solltest du auch. Nach dem Kampf erstmal schön durch die Haare streichen. Ei, ob wir hier einen Scomp-Anschluss endlich finden? Das könnte durchaus sein. Ich kann's nicht verschieben. Ach, wir können doch Sachen markieren. Das heißt, wir müssen einen Weg da lang finden. Wahrscheinlich mit einer Kraft, die wir hier lernen, nehme ich an. Dann können wir auch auf Bogano
da hatten wir ja ein ähnliches. Wo gehe ich eigentlich hin? Hier kamen wir doch her, oder nicht? Nein, wir kamen von da unten. Da brauchen wir den SCOMP-Anschluss. Netter Trick. Marianna, kümmere dich um Sienna. Toter Dorfbewohner. Die Überreste eines Dorfbewohners, der den Versuch seiner Familie vor dem Imperium zu retten, mit dem Leben bezahlte. Erst hier lang, erst die Wand lang. Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal hier lang. Sieh, ein Transportschiff verlässt die Basis. Ich weiß. Sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Hinweis auf einen Kampf. Der Helm eines Sturmtrupplers, der nach einem Kampf mit einem Dorfbewohner zurückgelassen wurde. Hier kommen wir noch nicht durch. Moment mal. Nee. Ich dachte, das wäre ein Versteck. Wir haben noch einen Meditationspunkt. Was hat der? Ich weiche einfach auf. Ja, das interessiert mich jetzt auch, was das für einer ist. Willst du nicht drauf gucken? Aha, jetzt will er scannen. Hast du was? Ein schwerer Angriffstruppler. Abgeschirmte, schwere Langstreckenwaffe mit hoher Feuerrate, die zahlreiche Treffer einstecken kann. Langsam. Lange Ladezeit vor dem Schuss und lange Abklickzeit nach dem Angriff eröffnet Angriffsmöglichkeiten. Ja, oder wir werfen einfach alle Schüsse zurück. Wobei wir so viele Schüsse mit dem einfachen Laserschwert nicht hätten zurückwerfen können. Daher ist es schon ganz gut, dass wir zuvor auf Datumir waren. Denn die Waffe hätten wir jetzt wahrscheinlich noch nicht und erleichtert uns den Kampf gegen diese Einheit. Die Angriffstruppler bilden eine spezialisierte Infanterieeinheit, die an allen Fronten des Krieges für das galaktische Imperium kämpft. Sie werden in erster Linie bei der Verteidigung von Kampfzonen als Unterstützungseinheiten für Sturmtrupplerpatrouillen eingesetzt. Sie agieren überaus effizient mit dem Z6-Rotationsblaster, der konstant schnelle Salven mit großer Reichweite abfeuert und schweren Schaden verursacht. Dabei wird er von einem niederfrequenten Energiestrahl abgeschirmt. Hat ihm jetzt aber auch nicht geholfen.
Seid ihr schon wieder? Ah, einen neuen Samen haben wir gefunden. Und hier brauchen wir wieder einen Scomp-Anschluss. Ich bin mal gespannt, ob wir einen Scomp-Anschluss hier finden werden. Ah. Wie gemein ist die denn versteckt? Aber nicht mit mir, Freunde. Irgendwas Brauchbares? Ja, Elementarnatur 2. Ist noch eine Kiste. Abkürzung freigeschaltet. Ja, ich kann dich da unten sehen. Au, da kam noch so einer dazwischen. Noch weggerollt. Ah, wir haben hier jetzt ein paar Wege hinter uns gelassen und nicht erforscht. Sind wir überhaupt noch auf dem Weg? Auf dem richtigen Weg? Sieht danach aus. Vom Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Bora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Und damit haben wir auch einen neuen Eintrag. Projektbohrer Offizier. Da muss ich mal kurz gucken, wo das zugehört. Tatsächlich zu Sepho, okay. Projektbohrer Offizier. Projektbohrer. Wie vom Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner unverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Bora gebracht. Und das ist ja genau das, was er gerade gesagt hat hier. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Ja. Das ist genau das, was uns hier gerade gezeigt wurde. Muss ich ja hier nicht nochmal vorlesen. Wobei ich das ja zum Großteil jetzt hier auch schon gemacht habe. Ah, ich bin wieder zurückgegangen, ne? Oder? Ja.
Ach, auch BD leuchtet uns ein bisschen im Weg. Falsch, nur noch ich. Oh, na gut. Was ist das, BD1? Pflicht und Entschlossenheit. Au. Ah, solche Sachen mag ich ja nicht. Was ist es? Neues Lichtschwertmaterial. Ach du Heiliger. So. Das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei, danke. Ich werde hier mal kurz meditieren, damit wir hier einen Speicherpunkt haben. Ausruhen ist, glaube ich, nicht nötig. Aber meine Güte, ist der Planet riesig hier. Zumindest dieses Level. Aber ich nehme an, dass das jetzt überall so sein wird. Hier alles zu finden, wird dann gar nicht so einfach. So, wir haben das Auge des Sturms fast erreicht. Kein leichtes Ziel. Ja, verstanden. Wow, Achtung! Oh nein. Oh nein, 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 nein. Hast du Angst? Mach ihn fertig. Ich krieg ihn nicht. Schalten wir ihn aus. Jemand anderer soll ihn ausschalten. Warum? Hast du Angst? Voll drauf. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben kein Fernkampfkupplerfeuerwehr. Ich weiß, ich krieg dich. Er ist erledigt. Du kannst uns nicht alle besiegen. Zurück! Bleib einfach zurück! Kam uns hier ganz schön gefährlich nah an der Klippe. Es kommt mal ein Schluss, nein. Brauchen wir hier nicht. Also, was war drin?
Sternenjäger, Mantislackierung. Ich habe was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Naja, unsere Anwesenheit stellt ja wahrscheinlich schon Fragen beim Imperium. Ah, was habe ich denn hier gemacht? Rennen. So. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Oh, ich schwätze, gleich kommt noch ein größeres Vieh hier. Oh, lernen wir jetzt endlich, was wir hier machen können. Das ist ja super. Ich komme nicht durch. Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums lahmgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. So, wir haben ja vorhin noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Wir haben auch nur noch eine Sache, die wir belegen können. Der Sprinthieb, okay. Ja, für die anderen Sachen, die hier fehlen, müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal in der Story weiterkommen. Aber wir scheinen ja auch kurz davor zu sein. Eine weitere Macht oder Fähigkeit zu lernen. Was konnte ich denn hier schon wieder untersuchen? Und hab's verpasst, Leute. Da. Ha, da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Was für ein Ding? Ich weiß gar nicht, was er meint.
Ah, Moment, darf ich schon was leuchten sehen? Pflicht und Entschlossenheit. Ich werde mal kurz Stim, BD1. Stim nehmen. Ich bin dir dankbar. Denn hier haben wir direkt mehrere von diesen Ziegen. Villak, oder wie hießen die, ne? Oh, bin noch weggerollt. Ich höre doch noch mehr von den Viechern. Wahrscheinlich müssen wir da unten lang, deswegen gucke ich nochmal hier oben ein bisschen. Leuchtet auch schon wieder was. Das schaffen wir von hier nicht. Dann muss ich wohl doch hier unten lang. Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Okay. Das ist die früheste Sepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Morgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Da ist da doch auch wieder ein Datenbank-Eintrag zu Cordovas Reise bestimmt. Eilram. Ah, okay. Das heißt, Eilram scheint hier begraben zu sein. Und wir lernen jetzt 100 Pro, was wir hier machen mit solchen...
Ich bin im Grab. Riesig. Imperial? Ein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Das Auge des Sturms. Die Crew reiste zur Heimatwelt der Sepho, um die von Cordova erwähnten Gräber zu suchen. Dabei erfuhr sie, dass das Imperium Sepho besetzt hatte, um alte Artefakte abzubauen. Die Direktive mit dem Codenamen Projekt Bora war jedoch beendet worden, als sich die Magnetwinde auf Sepho als unkontrollierbar erwiesen. Jetzt finden sich Kel und BD in einem alten Sepho-Grab wieder, um dort nach Botschaften von Cordova zu suchen. Ah, das ist doch offensichtlich, was wir machen müssen. Hast du das gesehen? Was ist das? Ach, hier lang. Diese schmalen Durchgänge übersieht man gerne mal. Skungus. Vermeide jeglichen Kontakt und bewege dich vorsichtig um die zentrale Kapsel herum. Der explosive Kern kann als Verteidigung gegen andere Gegner genutzt werden. Skungus sind parasitäre Skungus sind parasitäre, pflanzenähnliche Organismen, deren toxische Sporen explodieren können, wenn sich eine Bedrohung nähert. Mehrere Gruppen kleinerer Hülsen bilden im Boden einen größeren Zentralbau. Es gibt mehrere Arten dieser aggressiven, für ihren widerlichen Gestank und ihr weiches, gehirnähnliches Gewebe bekannten Spezies. Nicht zu nah dran kommen. Den Sprung schaffen wir nicht. Bin ich überhaupt richtig? Wieso schaffen wir den Sprung denn nicht? Wir müssen doch hier irgendwie lang, oder nicht? Oder übersehe ich gerade irgendwas? Hier sind wir doch gerade durchgekommen, oder nicht? Wir müssen da hinten lang. Okay. Dann habe ich irgendwas übersehen. Oder haben wir hier eine Wand, an der wir lang rennen können? Na, haben wir. Ich Idiot. Ich habe diese nur nicht als solche erkannt.
So, hier brauchen wir doch schon wieder die Kugel. Aber solange wir die nicht zu schieben wissen... Moment, was haben wir hier? Ah, Moment. Was habe ich denn da leuchten sehen? Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher? Ich sperre mich hier nicht ein. Sepho-Kultur flüstern. Ein Windspiel, das von den Sepho zurückgelassen wurde, die das Grab errichtet hatten. Gehört doch auch zu Sepho, oder? Ja. Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Aha. Ach, er hilft uns auch, oder was? Wahrscheinlich müssen wir alle Winde hier aktivieren. Damit die Kugel in der Mitte landet. Ich will mir aber den Hinweis von ihm nicht holen. Hey! Fall mir nicht in den Rücken, mein Freund. Der braucht mir schon wieder diese Kraft. Wahrscheinlich den Stoß lernen wir hier. Können wir uns daran nicht festhalten? Doch. Hey. Aber nicht so abspringen, wie ich es gern hätte. Aha. Wer steht denn da unten? Ist das ein Gegner? Ist das ein Freund? Ich kann es euch nicht sagen.
ganz was Neues. Okay. Hilfe! Gib mir ein Stim. Was war das? Was war das für ein Vieh? Danke, BD1. Ein Grabwächter. Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Leuchtet der Energiekern, kann er mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden, um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Grabwächter sind alte, von den Sepho konstruierte Automaten, deren Hauptaufgabe vermutlich der Schutz heiliger Stätten war. Da über ihre Fähigkeiten bis heute nur wenig bekannt ist, sollte man sich ihnen nur mit äußerster Vorsicht nähern. Ihre kalten und gleichgültigen Angriffe basieren nicht auf Bosheit oder Selbstverteidigung, sondern sind eine programmierte Reaktion auf Eindringlinge. Aufgrund ihrer mächtigen, nicht blockbaren Attacken sind sie vor allem in beengten Gebieten ohne Ausweichmöglichkeiten äußerst gefährlich. Ihre wichtigste Schwachstelle scheint der Energiekern über dem Oberbauch zu sein. Jede Störung des Kerns müsste ihre Abschaltung auslösen. Ich glaube, ohne die Macht, die uns fehlt, kommen wir hier noch gar nicht weiter, oder? Dieser Stoß. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir im vorherigen Raum erstmal das Rätsel lösen. Und wo kamen wir überhaupt? Da hinten war der Raum. Aber wir müssen hier ja rein. Naja, wir haben hier auf jeden Fall eine Speichermöglichkeit, einen Meditationspunkt. Ich werde mich auch auf jeden Fall ausruhen, auch wenn der Grabwächter dann wieder da ist. Aber so haben wir zumindest unsere beiden Stim-Einheiten wieder. Oder Stim-Behälter. Ja, und wenn wir jetzt noch Fähigkeitspunkte erwerben, dann können wir diese noch nicht mal investieren, denn hier fehlt ja noch, also hier steht ja nichts zur Auswahl. Ich bin auch mal gespannt, ob es bei diesen Sachen hier bleibt oder ob da noch was zukommt. Wie gesagt, weiß ich allerdings auch nicht, wie umfangreich dieser Titel dann wirklich ist. So, ich mache für heute hier erstmal Schluss und dann schauen wir mal im nächsten Video weiter, wie wir dieses Rätsel lösen. Vielleicht können wir dann doch mal BD zur Hilfe holen. Vielleicht hat er ja doch die ein oder andere hilfreiche Information.
die uns weiterbringt. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.